13 Tiere, die nach dem Tod noch leben. Für uns ist der Tod eine Sache, die Endgültigkeit bedeutet. Nur ein Teil der Menschheit glaubt wirklich an ein Leben nach dem Tod. Und doch gibt es zahlreiche Tiere, die nach dem Tod noch leben. In diesem Video siehst du 13 Tiere, die nach ihrem Tod noch immer leben. Der tanzende Tintenfisch. Sagt dir der tanzende Tintenfisch etwas? Er ist eine japanische Speise, die sich in ihrem Heimatland großer Beliebtheit erfreut. Der Fisch lebt noch bis kurz vor seiner Verzehrung, regt sich aber nicht mehr, wenn er dann letztlich auf dem Teller landet. Zu einer Besonderheit kommt es erst dann, wenn der tanzende Tintenfisch serviert wird. Gegessen wird der Tintenfisch mit Sojasauce. Bei der Berührung ruft diese Zuckungen in der Muskulatur hervor, weshalb sich der Tintenfisch so sehr bewegt, als sei er noch am Leben. In manchen Fällen sei er dabei sogar schon aus dem Teller gesprungen. Tot ist er an dieser Stelle allerdings schon. Es ist nur die Muskulatur, die auf das Natrium in der Sojasauce reagiert. Serviert wird der tanzende Tintenfisch mit Nudeln und Zutaten wie Lachseiern. Kakerlaken. Wir alle kennen und fürchten diese ekelerregenden Kreaturen, die wir unter keinen Umständen jemals in unserem Haus haben wollen. Sie sind schnell und gruselig mit ihren kleinen Beinchen. Kakerlaken werden noch ein wenig furchteinflößender, wenn man weiß, dass sie nach ihrem Tod weiterleben. Kakerlaken können ohne Kopf leben. Das liegt vor allem daran, dass sich ihr Gehirn nicht nur in deren Kopf befindet, sondern im ganzen Nervensystem am gesamten Körper zu finden ist. Das wird auch als Strickleiternervensystem bezeichnet. Sie können also ohne Kopf bis zu 9 Tage leben, denn ihr Gehirn vermissen sie nicht und ihr Körper funktioniert weiter ohne Probleme. Sie sterben dann eventuell daran, dass sie keine Nahrung mehr aufnehmen können. Das wird ihnen dann am Ende ihrer verbleibenden Zeitspanne zum Verhängnis. Dennoch, Kakerlaken sind nicht nur ekelhaft, sondern auch verdammt widerstandsfähig. Loswerden kann man sie also kaum. Hühner. Wusstest du, dass Hühner selbst nach dem Tod noch leben können? Einst gab es einen Hahn, der Mike getauft wurde. Sein Besitzer wollte ihn schlachten und braten. Aber nachdem er dem Hahn den Kopf abgeschlagen hatte, lief er einfach weiter. Nach einer halben Stunde bemerkte der Besitzer dann, dass es nicht nur ein normales Phänomen war. Sein Besitzer taufte den Hahn nun auf den Namen Mike, weil er zutiefst beeindruckt war. Da Mike selbst am Abend noch lebte, flößte ihm der Besitzer mit der Pipette Nahrung direkt in die Speiseröhre ein. Bei Hühnern sitzt das Großhirn relativ weit unten, weshalb der Besitzer es bei seiner Köpfung nicht erwischt hatte. So lebte Mike weiter. Hühner können also, den Kakerlaken ähnlich, ohne Kopf weiterleben, wenn ihnen der Kopf oberhalb des Gehirns fehlt. Natürlich können auch sie dann keine Nahrung mehr aufnehmen. Mike wurde in den USA übrigens zum Superstar und sein Besitzer profitierte von Shows und Vorstellungen. Bienen. Auch Bienen haben in gewisser Weise die Superkraft, dass sie nicht so leicht sterben. Wir wissen alle, dass Bienen stechen und dass das alles andere als Spaß macht. Allerdings tun Bienen dies nur ungern, weil es ihnen in der Regel das Leben kostet. Wenn Bienen zustechen, verhakt sich der Stachel in unserer Haut. Wenn die Biene sich dann entfernt, wird ihr das Hinterteil abgerissen. Allerdings stirbt die Biene nicht sofort, sondern lebt noch eine ganze Weile weiter. Irgendwann erliegt sie dann aber ihren Verletzungen. Eine Biene muss auf jeden Fall richtig provoziert werden, um anzugreifen. Salamander. Wusstest du, dass auch Salamander nach ihrem Tod weiterleben? Es wird immer wieder von diesen Tieren gesprochen, weil sie eine besonders geniale Fähigkeit haben, um Fressfeinde abzulenken und sich somit das Leben zu retten. Wenn Salamander bedroht werden, können sie ihren Schwanz abwerfen und auch ohne das Körperteil weiterleben. Mit der Zeit generiert sich dieses Körperteil auch nach und bald sieht der Salamander aus wie zuvor. Dieses Phänomen wird auch von Wissenschaftlern untersucht, weil es so beeindruckend ist. Die Regeneration der Salamander ist allerdings ein recht komplexes Thema, an dem noch immer zahlreiche Wissenschaftler arbeiten. Fakt ist aber, dass sie sich einen Platz auf dieser Liste verdient haben. Immerhin können sie einfach jederzeit ein Körperteil abwerfen und nachbilden. Der Frosch. Wir alle kennen den Frosch, denn immerhin ist ein Vertreter seiner Gattung auch bei uns in Deutschland anzutreffen. Bei Amphibien und Reptilien gibt es eine Winterstarre, die allerdings nicht alle von ihnen überleben. 15% der Frösche sterben über den Winter, zudem die Hälfte der Jungtiere.
Wenn man im Winter einen Frosch im Wald findet, hält man ihn oft für tot. Er ist nämlich kalt, regt sich nicht und hat auch keinen spürbaren Herzschlag oder keine sichtbare Atmung mehr. Solange ihr Körper feucht ist, können die Frösche auch an Land überwintern. Allerdings ist das gefährlich und nicht alle überleben es. Wenn du im Winter das nächste Mal einen regungslosen Frosch im Wald findest, kannst du jetzt also davon ausgehen, dass er noch gar nicht tot ist. Er überwintert vermutlich nur und entsprechend solltest du ihn an Ort und Stelle sitzen lassen und auch nicht berühren, um ihn nicht zu verwirren und ihn denken zu lassen, dass es warm ist. Schlangen. Die Schlange ist das dritte Tier auf der Liste, das ohne Kopf bzw. in geköpftem Zustand überleben kann. Man sieht immer wieder Schlangen ohne Kopf und ohne Haut, teils sogar in der Küche, die sich noch immer bewegen. In Texas fand ein junger Mann eine Klapperschlange in seinem Garten, der er den Kopf abschlug, weil er nicht gebissen werden wollte. Als er dann aber nach ihr griff, um sie im Müll zu entsorgen, biss sie dennoch zu. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden und überlebte die tödliche Schlange nur sehr knapp. Auch von geköpften Klapperschlangen sollte man sich also fernhalten. Erklären lässt es sich, weil das Rückenmark nach dem Tod des Tieres noch aktiv ist. Es sendet Reflexe und Muskelimpulse durch den Körper, die dann nach dem Tod der Schlange noch zu Bissen führen können. Finger weg! Die Gottesanbeterin. Dieses Tier ist noch nicht ganz so gut erforscht, aber sie lockt ihre Beute, das sind manchmal männliche Gottesanbeter, mit einem Sexualhormon an. Dann verspeist sie die Männchen, die sich nicht so wirklich wehren können. Der springende Punkt ist hierbei, dass die Gottesanbeterin dieses Hormon zwar immer produziert, aber nicht in ausreichenden Mengen. So richtig geht die Produktion nämlich dann los, wenn die Gottesanbeterin kurz vor dem Verhungern steht. So kann sie sich in letzter Sekunde selbst das Leben retten und hat sich somit einen Platz auf dieser Liste verdient. Schildkröten. Ganz besonders reden wir hier von der Schildkröte Hope. Da sie mit einer besonderen Krankheit geboren wurde, lebt sie weiter, obwohl ihr Herz nicht in ihrem Körper sitzt, sondern außerhalb. Hope ist eine Albino-Rotbauch-Spitzkopfschildkröte, die mutig durch die Welt läuft. Hope ist gesund und stark und hat die Herzen vieler Fans auf Instagram erobert. Hope steht auf dieser Liste, weil sie trotz der Umstände lebt. Die Qualle. Quallen haben viele seltsame, teils unerwartete Fähigkeiten. Die Qualle Turritopsis nutricula ist unsterblich, solange sie nicht einem Fressfeind zum Opfer wird. Wenn diese Qualle alt wird, ziehen sich die Tentakel zurück und die Zellen werden immer jünger, bis sie quasi im Babyzustand ankommt. Somit lebt die Qualle wieder ganz von vorne, bis sie alt wird und diesen Prozess einfach wiederholt. Das passiert endlos viele Male, bis sie aus einer externen Ursache herausstirbt. Dieser Vorgang ist in der Tierwelt übrigens absolut einzigartig. Bärtierchen. Diese kleinen Wesen überleben selbst die lebensfeindlichsten Bedingungen. Sie halten es nämlich sogar im Vakuum des Weltalls aus, ohne daran zu sterben. Diese Tiere begeben sich in den Zustand der Kryptobiose, um zu überleben. So können sie mehrere Jahre lang verharren und erwachen erst aus dieser Art der Todesstarre, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Dennoch haben die Bärtierchen nur eine sehr kurze Lebensspanne und sterben nach 2 Jahren ganz einfach an Altersversagen. Süßwasserpolypen. Sie gehören zu den Hohltieren und haben es ebenfalls auf diese Liste geschafft, weil sie einige außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen. Diese winzigen Tiere können sich, ähnlich den Salamandern, ganz einfach regenerieren. Wenn ein Süßwasserpolyp einen Körperteil verliert oder verletzt wird, kann er dieses einfach heilen und nachwachsen lassen. Allerdings wächst auch das abgetrennte Stück zu einem Süßwasserpolypen heran, was als Regeneration bezeichnet wird. Es besteht also keine Frage, dass sie sich den Platz verdient haben. Skorpione. Die Skorpione sind das letzte Tier auf unserer Liste und haben ebenfalls eine bemerkenswerte Eigenschaft. Viele Menschen haben Angst vor Skorpionen, weil diese Tiere so gefährlich und so giftig sind. Mit dem Stachel stechen und töten sie ihre Beute und das kann selbst einem Menschen leicht zum Verhängnis werden, obwohl die Tiere so klein sind. Deshalb ist es besonders wichtig, eine gesunde Menge an Respekt zu wahren und den kleinen Tieren nicht zu nahe zu kommen. Skorpione haben die bemerkenswerte Eigenschaft, dass sie vollständig eingefroren werden können und dies ganz überleben. Das ist auch der Grund, weshalb sie heute auf unserer Liste stehen.
Welche Tiere kennst du, die ähnlich beeindruckende Eigenschaften besitzen? Da wird man fast schon neidisch, wenn man bedenkt, dass wir nicht so widerstandsfähig und langlebig sind wie die meisten Tiere, die sich einen Platz auf unserer Liste ergattert haben. Die Tierwelt ist gigantisch und Forscher entdecken jeden Tag neue Tiere und neue Phänomene, die unglaublich und einfach nur atemberaubend sind. Kennst auch du Tiere, die unsterblich sind? Schreib es uns gerne in die Kommentare und lass uns wissen, welche Tiere du wegen ihrer Überlebenskünste bewunderst. Wenn dir Videos wie dieses gefallen, kannst du uns auch sehr gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Abonnement unterstützen. Bis bald!